Ich befinde mich gerade im Ringwerk an der legendären Nordschleife. Mit knapp 21 Kilometer Länge und 73 Kurven ist sie die wahrscheinlich anspruchsvollste Rennstrecke der Welt. Aber auch die Umgebung, die Eifel, hat einiges zum Bieten, wenn es um Motorradfahren geht. Also was gäbe es für einen besseren Ort, um viel gebrauchte Supersportler zu testen? Bleibt's dran! Ich bin nicht ohne Grund hier, denn das Motorrad Action Team veranstaltet wieder ein Perfektionstraining auf der Nordschleife und da sind wir herkommen eben mit Honda Fireblade, Honda VTR 1000 SP1, Ducati 999 und Suzuki GSX R1000. Ich selber fahre nicht, das hat mehrere persönliche Gründe, auch eine Rückenverletzung, von der ich mich erhole, aber ich bin hier, um den Spirit Nordschleife aufzusaugen, um was zu den Motorrädern zu hören und um mehr über die Nordschleife zu erfahren und wieso man hier überhaupt hinkommen sollte, dafür rede ich jetzt mit zwei Experten. Wenn ich schon auf der Nordschleife bin, muss ich mit einem Mann sprechen, und zwar Herr Helmut Dehne. Herr Dehne, es freut mich sehr. Den Herrn lassen wir jetzt weg. Okay, also darf ich Helmut sagen? Ja, klar. Vielen Dank, das ist wirklich Ehre für mich. Also Helmut, vor 30 Jahren hast du hier den ewigen Rundenrekord aufgestellt auf einem Metzeler Reifen. Und jetzt im Jahr 2023, du ruhst dich nicht auf den Lorbeeren aus, du bist noch immer da und bist noch immer mit Metzeler da. Was macht denn für dich die Nordschleife so besonders, dass du immer noch nach 30 Jahren herkommst? Ja, die Nordschleife ist halt eine einmalige Strecke, gibt es sonst nirgends mehr auf der Welt. Wurde schon versucht, sie nachzubauen, alles vergebens. Nordschleife ist Nordschleife. Und das Interessante an der Strecke ist eben, dass alles drin ist. Sprünge, Kompressionen, langsame Kurven, schnelle Kurven. Es macht einfach einen Mordspaß und wird nie langweilig. Das ist Nordschleife. Das Wetter, naja, das ist auch manchmal nordschleifenmäßig wie heute, aber auch nicht mehr so oft schlecht wie früher. Das hat sich geändert. Und vor 30 Jahren im Jahr 93 hast du ja den ersten 0 Grad Stahlgürtel Reifen von Metzeler, absolute Neuheit damals, mitentwickelt. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Erfahrung, wie war das damals, so einen Reifen zu entwickeln, damit auf die Nordschleife zu kommen? Was waren da deine Erfahrungen? Wir haben ja immer auf der Nordschleife getestet, weil die Nordschleife eben die Strecke ist, wo man alles vorfindet, wie schon erwähnt. Und das ist halt so richtig das, was in der Praxis nicht so extrem, aber auch vorkommt. Und was auf der Nordschleife funktioniert, das ist eine alte Regel, das sagen auch die Autoleute, funktioniert überall. Und diese Regel gilt nach wie vor. Und darum haben wir damals auf der Nordschleife entwickelt. Und das Ziel war eben, Fahrstabilität zu verbessern. Und was dabei rausgekommen ist mit dem 0 Grad Stahlgürtel, das sind hochdämpfende Reifen. Die schlucken die kleinen Erschütterungen viel besser weg. Das heißt, man hat immer einen besseren Kontakt, ständig einen besseren Kontakt als früher mit den härteren Diagonalreifen zum Beispiel. Und das hat den Stahlgürtel ausgemacht und dazu der Stahl gegenüber von Kevlar, weil andere Hersteller haben mit Kevlar gearbeitet. Der ist auch so ein bisschen ein Wärmeleiter. Stahl leitet Wärme auf alle Fälle besser als Kevlar. Heißt, die Wärme, die zum Beispiel bei Hochgeschwindigkeit beim Geradeausfahren in der Mitte der Lauffläche entsteht, die wird auf die gesamte Lauffläche verteilt und die kann wunderbar abstrahlen. So läuft der Stahlgürtelreifen immer ein bisschen kühler. Das hat uns dann zum Beispiel später Schwierigkeiten gemacht bei Regenreifen. Die sind einfach nicht warm genug geworden. Da muss man neue Mischungen entwickeln, die dafür passen. Ja, das macht der Stahlgürtel. Und das Allergrößte am Stahlgürtel war, wir haben es am Anfang nicht geglaubt, dass es auch am Vorderrad geht. Radial am Vorderrad ist schwierig. Die Seitensteifigkeit von Radialreifen ist geringer als mit anderen Konstruktionen. Und da haben wir uns gar nicht getraut. Und ich habe dann zu unserem Chef damals gesagt, zu unserem Entwicklungschef, dem Dr. Grundhaller, lass uns das mal am Vorderrad probieren. Mit zwei Gewebelagen, Karkasse, anstatt nur einer. Das müsste reichen, ein bisschen gekreuzt die Lagen. Das gibt auf alle Fälle mehr Stabilität in der Karkasse. Und das hat auf Anhieb funktioniert. Der große Effekt war, wir haben mit dieser hohen Eigendämpfung dieser Konstruktion das Kickback, das Lenkerschlagen, das vorkommen kann, zu 80% eliminiert. So waren wir zum Beispiel bei der Yamaha R1 der einzige Erstausrüster für dieses japanische Motorrad, weil wir das Problem, das dieses Motorrad hatte, fast behoben haben. Nicht ganz, aber
auf alle Fälle war es sicher. Schon sehr spannend, jetzt sind wir eben 30 Jahre später, 2023, und wir sitzen hier neben dem M9 Doppel-R. Da haben Sie auch noch mitgearbeitet, oder Entschuldigung, du, ich bin es nicht gewohnt, dass ich dich Helmut nennen darf, unglaublich. Wie war jetzt hier dein Anteil an diesem Reifen, beziehungsweise wie war der Unterschied in der Entwicklung 1993 zu 2023? An dem Reifen war ich nicht mehr dabei, da war ich schon in Rente. Okay. Ja. Heute werden die Tests in Sizilien gemacht, das hat den Vorteil, dass wir das ganze Jahr testen können. Hier am Nürburgring kann man nur ein halbes Jahr testen. Ja. Ja, und so war ich da nicht mehr dabei, aber ich verfolge das immer sehr genau und habe mir im Werk auch immer die Produktion angeschaut, und die heutigen Reifen, die sind ja sowas von gut, von der Genauigkeit her, das war früher nicht erreichbar. Und das wurde erreicht durch Modernisierung der Produktion und vollautomatische Produktion. Früher war das ja mehr oder weniger Handarbeit und da wurde es natürlich nicht so genau. Heute laufen die Reifen auf 0,2 Millimeter im Seitenschlag und 1,2 Zehntel im Höhenschlag. Das sieht man gar nicht, dass die einen Schlag haben, hätten. So exakt laufen die Gummiteile, die man ja nicht einfach wie ein Drehteil so exakt machen kann, aber die laufen wie ein Drehteil. Das ist ganz hervorragend. Und die neuen Mischungstechnologien, in der Mitte härter, seitlich ein bisschen weicher, Rennmischung auf der Seite, in der Mitte eine Mischung, die fast eine Rennmischung ist, aber eben ein bisschen mehr Lebensdauer bringt. Das ist ganz hervorragende Technologie. Es gibt nichts Besseres. Und gibt es eben auch schon in den Duro-Größen, also hier auf der Nordschleife habe ich auch schon ein paar GS und andere Reisenduros gesehen mit der neuen Dimension für eben solche Reisenduros. Und Helmut, dadurch, dass wir uns jetzt schon circa 20 Minuten kennen, würde ich sagen, sind wir schon beste Freunde. Der Herr von der Presseabteilung von Metzeler hat mir gesagt, ja, nächstes Jahr kommt eine absolute Neuheit, hat es noch nie gegeben, will aber nicht sagen, was. Kannst du es mir sagen? Da weiß ich nichts davon. Okay. Ein Versuch war es wert. Und allerletzte Frage, Helmut. Du hast ja viel Erfahrung hier auf der Nordschleife. Welche Tipps würdest du Leuten mitgeben, die hierher kommen? Ja, erster Tipp, ganz sachte angehen, denn die Strecke ist unübersichtlich. Das macht es ja auch ein bisschen aus, die Charakteristik des Nürburgrings. Langsam angehen und nicht versuchen, schnell zu fahren, das kommt ganz von selber. Wenn man die Strecke mal Interesse hat, nach 10 Runden weiß man ungefähr, wo es hingeht. Gefährlich wird es ab 100 Runden. Da meint man, man hat es drin. Und dann kommt man schneller mal in den Bereich, wo man es übertreibt. Und dann passt es doch nicht. Und wenn es in der einen Kurve nicht passt, kann sein, dass man in der nächsten Kurve die Folgen hat, weil die Linie nicht mehr stimmt. Und dann kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Disziplin ist alles hier auf der Nordschleife. Gut, dann Helmut, sage ich vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und wir schauen uns weiter um. Stefan Nebel, mehrfacher deutscher Meister, und wir kennen ihn natürlich auch als TV-Experten. Servus Stefan, ich bin der Christoph. Servus. Ich überfalle dich gerade ein bisschen. Ja, voll, ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich bin das ja fast gewohnt. Das stimmt, das stimmt. Du, ich habe gerade mit Helmut Dehne gesprochen über den Mythos Nordschleife. Was macht sie so besonders? Jetzt würde mich auch noch von dir interessieren, als jüngerer Rennfahrer. Was ist das Besondere für dich an der Nordschleife? Also ich glaube, das sieht man relativ stark schon an meinem Gesicht. Ja. Es ist emotional, es ist, glaube ich, auf nichts anderem außer auf einem Motorrad so zu erleben. Mhm. Also in einem Auto ist es ein grundsätzlich anderes Gefühl, als wenn du auf einem Motorrad sitzt. Und als, ich sag mal, moderner Rennfahrer versuchst du halt immer an deine Grenzen zu gehen, was hier absolut fast untersagt ist, weil du einfach nichts über die reine Performance machen kannst und über dein Engagement, sondern erstmal genau wissen musst, wo sind die Tücken der grünen Hölle. Deswegen heißt sie auch so. Und es ist jede Runde, die man etwas schneller fährt, kommt wieder eine andere Kurve dazu und der Reiz ist einfach gigantisch. Und aufgrund dessen, dass es so groß ist, ist es natürlich, wenn man dann irgendwann mal die Kilometer beherrscht und da relativ kontrolliert drauf fährt, auch ein sehr positiv erhabenes Gefühl, ja. Und es schweißt doch zusammen, oder? Du bist gerade mit deinem Papa gefahren, oder? Ja, genau. Es ist natürlich heute so eine Traumgeschichte eigentlich, die mal wahr wird, weil ich meine, früher ist mein Vater hier Rennen gefahren. Komm mal her.
Früher ist mein Vater hier Rennen gefahren. Man sieht, er ist ein bisschen älter wie ich, aber nicht langsamer auf der Nordschleife, weil er eben auch damals mit Helmut Dehne, Frank Hoffmann und so weiter gefahren ist. Und dass ich heute mit ihm zusammenfahren kann und wir so unsere Spielchen machen, ist natürlich ein absoluter Traum. Und genau das, was du sagst, das Motorradfahren schweißt grundsätzlich zusammen. Und ich glaube, auf der Nordschleife ist es nochmal diesen einen Ticken mehr. Ja. Und du hast schon gesagt, an die Grenzen gehen ist untersagt. Was willst du sagen an Leute jetzt da draußen, die zum ersten Mal auf die Nordschleife kommen im Motorrad? Was dürfen sie nicht machen oder was sollten sie beachten? Ich würde es nicht alleine machen, sondern ich würde es auf jeden Fall mit einem Instruktor machen von vornherein. Weil sonst ist man einfach, wenn man die erste Runde losfährt, so geschockt an vielen Stellen, dass es negativ behaftet ist, weil du einfach keine Ahnung hast und auch nicht siehst, wo es lang geht. Und Computersimulation ist eine Sache, aber ne, dann mal wirklich hier hoch und runter und der Magen macht so, dann ist es ein ganz anderes Gefühl. Und deswegen einen erfahrenen Mann an die Seite nehmen, ruhig reinstarten und den Genuss, also wirklich den Genuss des Motorradfahrens im Vordergrund halten und nicht sagen, ich muss hier unter 10 Minuten fahren oder irgendwie so ein Blödsinn, sondern einfach glücklich sein, dass man das Besondere noch erleben darf. Wer weiß, wie lange es so ist, aber ich hoffe, dass es uns ein Leben lang erhalten bleibt. Ja. Stefan, wirklich großartig. Vielen herzlichen Dank. Danke, ich wünsche dir ganz viel Spaß und auch mit deinem Papa noch eine schöne Zeit hier auf der Nordschleife. Danke, merci. Merci. Aber kommen wir jetzt wirklich zu den Motorrädern. Ich habe neben mir den Steini und den Rob. Rob oder Rob? Wie ist der lieber? Rob. Rob, okay. Und Steini, du hast gemeint, das ist die Alternative für? Die deutsche Antwort auf den Rocky natürlich. Das taugt mir sehr. Steini und Rob, ihr seid gestern mit diesen beiden Maschinen eben hierher zur Nordschleife gefahren, durch die Eifel. Ich habe gedacht, wir beginnen jetzt mal mit den modernen Motorrädern. 2015er Suzuki GSX-R1000 und 2009er Honda Fireblade. Beginnen wir, Steini, mit der GSX-R. Wie waren gestern so deine Eindrücke auf der Landstraße hier auf die Nordschleife zu fahren? Was meinst du dazu? Ist es noch aktuell, so etwas zu fahren auf der Landstraße und dann vor allem damit auf die Nordschleife zu kommen? Ja, ich finde, das ist eigentlich das Schöne, dass man mit diesen in Anführungsstrichen alten Motorrädern immer noch so toll auf der Landstraße auch fahren kann. Ich würde sagen, was die Leistung angeht, ist auf der Landstraße mit den alten alles noch zu reißen. Da machen die neuen überhaupt keinen Schritt nach vorne, manchmal sogar eher einen Schritt nach hinten, weil die alten eben noch gerne Drehmoment aus dem Keller haben, nicht diese hohen Spitzenleistungen. Ganz besonders hier meine Suzuki, die ich gestern fahren konnte. Die hat einen Drehmomentbereich von 4.000 bis 6.000 Umdrehungen. Da schiebt die richtig an und das hat mir bei der Maschine gestern besonders viel Spaß gemacht. Mhm. Rob, was kannst du dazu sagen? Ihr wart ja auch alle auf dem Einheitsreifen Metzler M9 RR unterwegs. Wie hat dir das Setup auf der Landstraße gestern gefallen? Also bei beiden Motorrädern grundsätzlich sehr gut, wobei ich überrascht war dann doch, wie unhandlich in Anführungszeichen dann die Fireblade zu Werk gegangen ist. Aber vom Reifen her, ja. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Okay. Bleiben wir kurz bei Suzuki. Aber es interessiert mich, da werde ich dann gleich nachfragen. Ja. Aber was sagst du zu Suzuki? Ein wirklich sehr gutes Motorrad. Wie der Steine schon sagte, auf der Landstraße hast du quasi alles, was du brauchst. Du hast eine schöne Mitte. Wenn du die mal oben rausdrehst, dann hast du mehr Leistung, wie du brauchst. Also da kommst du schon wieder in den Bereich, wo du graue Haare kriegst oder dieselbigen eben verlierst, je nachdem, in welchem Stadium du dich befindest, der Evolution. Und auch so vom Ansprechverhalten her, das ganze Fahren ist sehr geschmeidig, das Getriebe flutscht wie am ersten Tag. Und wir reden jetzt von einem Fahrzeug, das immerhin schon 20.000 Kilometer auf der Uhr hat. Also einfach ein wunderbares Fahren und auch, sag mal, Bremsleistung. Es ist genauso, wie du es brauchst. Jetzt kannst du natürlich diskutieren, ABS ja, nein. Im Zweifelsfall ABS immer ja, keine Frage. Aber jetzt mal so im Trockenen da über die Landstraße zu rollen, ist es ein wirklich hervorragendes Motorrad mit einer schönen Ergonomie. Du sitzt einigermaßen aufrecht drauf, hast einen guten Überblick in die Landschaft, wenn du bummelst oder halt auch, wenn du jetzt Versier da am Kabel ziehst, dann hast du eine gute Spielübersicht aufs Asphaltband. Also von daher ist es wirklich ein gutes Ding, ein schönes Motorrad, das auch heute noch definitiv sein Geld wert ist. Mhm. Steini, willst du da noch irgendwas hinzufügen zu Suzuki, weil der Rob hat schon was angesprochen bei der Fireblade. Hat es ja schon sehr gelobt, hat es ja auch verdient. Nö, ganz aber, genau so sehe ich es auch. Aber? Kommt ein Aber? Worauf willst du hinaus? Nö, kein Aber. Na, aber hier, die Zubehörsitzbank hat nicht funktioniert. Die sieht zwar schick aus, aber ist schnell durchgesessen und da hatte ich dann gestern ein bisschen Popo-Weh. Aber sonst war es alles klasse. Okay, Suzuki, alles klasse. Aber Rob, du hast gesagt... Ja, wir bashen jetzt noch ein bisschen. Es gibt ja kein Motorrad, das perfekt ist. Also es ist...
Das funktioniert wirklich gut. Mir fällt nichts ein. Wenn du keine Traktionskontrolle brauchst, wenn du kein ABS brauchst, Taco-Landstraßenmotorrad, gibt es nicht mehr zu sagen. Mhm. Ja, ihr kennt die deutschen Kollegen, die sind immer ein bisschen strenger als wir Ösis. Also will ich gleich nachfragen. Rob, du hast gesagt, die Honda Fireblade, die war dir unhandlich. Woran liegt's? Ja, das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Also wir reden hier von einer Fireblade von Anfang 2009. Das Fahrzeug hat 40.000 Kilometer gelaufen. Wir wissen nicht, wie die Vorbesitzer damit umgegangen sind. Ja, wir haben einmal drüber geschaut, neue Reifen gesetzt, die wunderbar funktionieren. Aber meine Intention war tatsächlich, ich wähle diese SC59 aus, weil ich früher mit dem Motorrad Rennen gefahren bin ein bisschen, weil ich es immer als extrem gutes Landstraßenmotorrad im Hinterkopf hatte. Mhm. Und muss ehrlich sagen, ich habe mich gestern draufgesetzt, habe den ersten Gang angelegt, bin losgefahren und es war vom Initialkontakt her war es wunderbar. Nachdem wir dann in Landau von der Autobahn sind und uns wirklich über kleine und kleinste Landstraßen dann Richtung Norden hoch, Richtung Nordschleife geschraubt haben, muss ich einfach sagen, war ich enttäuscht. Also das Motorrad braucht wirklich Lenkimpuls, um abzubiegen. Und der größte Nachteil, ehrlich gesagt, auf Landstraße war, dass du keinen Qualm hast, genau in dem Bereich, wo du eigentlich rumrollst. Also vierter, fünfter Gang, 4.000 Umdrehungen. Wenn du überholen willst, dann kommt natürlich schon ein Schub. Aber es ist eine Tausender, also in Relation zu dem, was dann oben rauskommt, ist es einfach zu wenig. Und es ist auch zu wenig im Verhältnis zu Suzuki, was sich dann auf der Fireblade immer dazu zwingt, einen Gang niedriger zu fahren. Und da habe ich auf einer Tausender keine Lust zu, weil Gang niedriger heißt immer mehr Lautstärke. Und das ist auch etwas, was ich gar nicht haben möchte. Ich möchte den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Und deswegen muss ich sagen, ab 6 ist das Ding wunderbar. Aber im Verhältnis, im direkten Vergleich zu der natürlich ein bisschen jüngeren GSX-R, muss ich sagen, fällt jetzt die SC59 da wirklich ab. Okay, alles Paletti bei der Suzuki, bei der Fireblade schaut es anders aus. Was sagst du dazu? Ja, mir ging es so, dass ich von der Suzuki geschwärmt habe beim Fahren und mir dann gedacht habe, die Fireblade, die waren eigentlich immer ganz stark als Alltagsmotorrad, auch super tauglich. Und war gespannt, da umzusteigen. Und der erste Eindruck war, ist die stabil wie auf einer Schiene, ist die nur geradeaus gelaufen. Aber gleichzeitig war das auch ihr Nachteil, genau wie es der Rob gesagt hat. Die wollte geradeaus laufen und eben nicht so gern in die Kurven rein. Da musste man einfach ein bisschen mehr drücken. Man braucht nicht schimpfen, auch die fährt super. Aber wenn man natürlich direkt vergleicht, von einem sehr handlichen Motorrad umsteigt, dann fällt es einem natürlich viel, viel mehr auf. Und da war es schon so, da wollte die nicht so leicht rein, ist dann aber immer sauber auf ihrer Linie auch in der Kurve geblieben. Mhm. Und auch wie der Rob das gesagt hat, der Drehmomentvergleich jetzt direkt zwischen den beiden, da hat sie eigentlich echt abgeschwächelt. Da war ich überrascht. Anfangs dachte ich noch, ich bin im falschen Gang. Und habe dann aber mal geschaut, im Display ist es ja schön zu sehen, da denke ich, nee, es war der dritte. Da muss ich an manchen Stellen runterschalten, wo ich es nicht erwarte, eben für eine Tausender. Mhm. Okay, ja, das überrascht mich. Und letzter Punkt für euch zwei noch. Wir waren ja gestern noch auf der Nordschleife, wenn auch nur für eine Runde. Heute hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für die Kamerafahrten, habt ihr noch Eindrücke oder sagt ihr Kamerafahrt eher... Könntest du jetzt nicht so viel sagen? Ja gut, Kamerafahrten sind ja immer mehr oder weniger spannend. Man versucht, möglichst nah beieinander zu fahren, ist schon auch angespannt. Ja, die Motorräder ermöglichen zumindest die beiden Japaner es einem noch, trotz sportlicher Haltung, noch, sagen wir mal, es auszuhalten für mehrere Minuten in der Kampfhaltung. Ich vermute mal, dass es auf den anderen beiden Bikes, die wir auch im Test haben, dass die Jungs da sich schwerer getan haben. Nö, es war sonst nichts Besonderes für uns, ganz normaler Alltagsjob und wir werden die Bilder ja noch sehen. Und du, Rob, du hast ein bisschen größer. Wie groß bist du, wenn ich fragen darf? Also ich wiege 190 cm und bin 83 Kilo schwer. Nee, ich bin normale 1,83 mit einem normalen Gewicht. Also von daher, Unterbringung auf beiden Motorrädern ist definitiv so, dass du einen ganzen Tag darauf aushalten kannst. Jetzt ja. Abgesehen davon, dass jetzt, wie die Steine schon meine, da die Zubehörsitzbank schon leichte Verschleißerscheinungen in der Kontur hatte. Man muss aber zur Ehrenrettung von der Fireblade auch sagen, dass... Wenn man mit dem Motorrad primär Landstraße fährt und wenn man auch weiß, was man tut, dann nimmt man einfach dieses Motorrad und Achtung, illegal, SCVZO jetzt mal ausgeblendet, setzt einfach vorne ein Einzahl, ein kleineres Ritzel und gut ist. Na, dann hast du den Bums, den du brauchst, ab 4. Wie gesagt, du verlässt dann natürlich TÜV und ABE und alles Mögliche, aber es merkt kein Mensch so. Dann hast du wirklich auch ein tolles Motorrad und weil...
Steine das auch meinte mit der Ganganzeige. Nein, wir sind nicht blöd. Dieses Motorrad hat nachgerüstet eine Ganganzeige, muss man auch ganz klar sagen. SC59 hatte keine serienmäßig, die Gixxer hat es schon. Auch das ist ein gängiges Zubehör, was dir in dem Bereich natürlich auch im Alltag eben ein bisschen Komfort bietet, hat das Ding nachgerüstet. Und deswegen ja, diese SC59 hat eine Ganganzeige. Genau, was ist auch noch anders? SC59 kam damals noch mit einem 190-50 Hinterreifen homologiert. Gab es ein Riesentheater bei ABS-Modellen, dass du nicht auf einen 190-55 umrüsten durftest, weil Honda denen da die Klammer ging, sind halt Japaner, da muss alles super safe sein. Der normale Mensch sagt, hey geil, 190-55 hinten ist freigegeben, Bombenreifen, Bombenfahrverhalten in der Regel. Jetzt, wie gesagt, warum das Motorrad sich ein bisschen sperrig anfühlt, müssen wir im Nachgang mal überprüfen, weil ansonsten die Blade auch wirklich handlich ist und auf der Landstraße sehr gut funktioniert. Okay, dann Rob, ich sag Dankeschön. Gerne. Steini, und ich auch. Dankeschön. An den Chef weiterleiten. Ja. Passt schon. Und wir haben hier noch zwei ältere Motorräder dabei und die stellen wir jetzt hierher. Ducati 999 und Honda VTR 1000 SP1. Neben mir habe ich Phil. Servus Phil. Hi, grüß dich. Und Tobi, grüß dich Tobi. Hi, grüß dich. Und Tobi, du leitest ja den ganzen Test, will ich gleich mal fragen, wenn die Leute dann Näheres zu den Bikes wissen wollen, auch die ganzen Bilder sehen, wann kommt es dann ins Magazin, ins PS? Genau, also die Geschichte haben wir geplant für Heft 11 und das liegt dann ab Anfang Oktober am Kiosk. Okay, das heißt, die ganzen Bilder, die ihr jetzt im Videoformat seht, sieht ihr dann auch nochmal in fester Form in einer schönen, langen Geschichte zu diesen alten Motorrädern. Ich beginne mal gleich mit der Ducati 999. Sie war ja mal das schwarze Schaf von Ducati, muss man sagen. Sie kam nach der 916, war jetzt nicht so das hübscheste Motorrad, will ich sagen. Tobi, kannst du näher zurückkommen zum Motorrad? Ja. Wird sie diesem Ruf gerecht? Ist sie das schwarze Schaf oder hat sie dich vielleicht sogar überrascht? Ja, sie hat mich extrem überrascht, positiv. Und schwarzes Schaf. Also ich kann mich selber noch gut daran erinnern, dass ich dieses Motorrad eine ganze Zeit lang als ausgesprochen hässlich wahrgenommen habe. Ich mochte die gar nicht, obwohl ich eigentlich Ducatis mag. Mhm. Das lag an diesem Brotkastenauspuff unterm Heck, der eben ziemlich groß und klobig ist. Mhm. Das lag an der Zweiarmschwinge, das lag an dem gewöhnungsbedürftigen Design der Front. Und ja, irgendwie komisch. Irgendwas ist passiert in den letzten Jahren. Mittlerweile gucke ich mir das an und empfinde es als schön. Also mittlerweile gefällt mir das Motorrad. Mhm. Und mir gefällt auch ganz gut, wie es auf der Landstraße fährt tatsächlich. Das ist kein schlechtes Landstraßenmotorrad. Okay. Aber ihr seid ja gestern, glaube ich, 5-6 Stunden allein auf der Landstraße gefahren. Was hat denn für Sie gesprochen? Weil wenn ich so schaue, Abstand, Sitz, Lenker, das ist schon relativ weit. Also ich glaube, für kurze Leute, für mich könnte das schon auf Dauer anstrengend werden. Ja, auf der anderen Seite hast du einen sehr, sehr schmalen Tank. Mhm. Ja? Und ich finde, die Sitzposition ist ein guter Kompromiss aus Sportlichkeit und so einer gewissen Rest-Touring-Qualität. Mhm. Es ist nicht schlecht, man hält es schon eine Weile aus auf dem Motorrad. Okay. Und dann, Phil, will ich zu dir kommen. Vielleicht so zum ganzen Motor, zum Ansprechverhalten auf der Landstraße. Ich meine, eben doch Supersportler, jetzt nicht das Komfortabelste, aber macht der Motor da zumindest keine Zicken? Ist der angenehm zu fahren auf der Landstraße oder ist es halt eine emotionale Ducati, sage ich einmal? Wie waren da deine Eindrücke? Also ich muss sagen, ich war echt sehr überrascht, wie einfach und gut bedienbar dieses Motorrad funktioniert, gerade auch vom Motorcharakter her. Da ruckelt wenig, das fühlt sich alles sehr fluffig, zwar schon mit so ein bisschen mechanischem Charakter, aber irgendwie einfach ja, benutzerfreundlich an und zu Ende entwickelt. Also es wirkt sehr komplett, das ganze Paket. Und gut, sie braucht ein bisschen Drehzahl, also so richtig zum Leben kommt sie dann irgendwo bei 5.500, 6.000, da schiebt das Ding dann auch richtig an. Aber darunter sind die Manieren eigentlich in Ordnung, also jetzt groß Kettenschlagen, Ruckeln oder sonstiges, habe ich nicht festgestellt. Das war wirklich gut fahrbar und für die Landstraße hat es echt beeindruckend gut funktioniert für das Alter. Okay, und Tobi, gestern bei unserer Fotofahrt auf der Nordschleife, glaube ich, warst ja du auf der Ducati unterwegs, wenn nicht ihr? Nee, Phil, ich saß auf der VTR. Ah, okay, dann habe ich eure Lederkombis verwechselt. Phil, dann komme ich wieder zu dir. Jawohl. Ich meine, wir haben schon geredet, Fotofahrt auf der Nordschleife ist natürlich jetzt nicht so, wie du es, wenn du wirklich fahren würdest. Aber trotzdem so ein bisschen über die Nordschleife damit gondeln,
Hat sie dir noch ein anderes Gefühl der Sportlichkeit gegeben oder hat sie das von der Landstraße, was sie dir schon gezeigt hat, eigentlich nochmal wiederholt? Ja, also das Motorrad ist, glaube ich, schon eins, was, obwohl es auf der Landstraße passabel funktioniert, wie gesagt, für das Alter eigentlich beeindruckend gut, das dir trotzdem permanent vermittelt, ich will mehr, ja, ich will schräger, schneller, ja, fordere mich, das sagte das Motorrad irgendwie schon. Also beim Fotofahren, das hat schon funktioniert, aber ja, in ihrem Element ist sie bei diesem hinterhergegondelt dann nicht. Also man braucht dann schon ein bisschen Auslauf, um das Potenzial wirklich auszunutzen, das das Motorrad bietet. Okay, ja. Gut, also so viel mal zu Ducati 999, dass ich euch jetzt verwechselt habe im Leder, lag eigentlich nur daran, dass ich im Kamerafahrzeug saß und mich irgendwo festgehalten habe, während euer Kollege der Ralf um die Strecke geheizt ist. Das war Wahnsinn. Aber dann kommen wir gleich zur Honda VTR 1000 SP1. Der V2, der war ja damals die Antwort von Honda zur Ducati. Und lieber Tobi, was sagst du zum Motor? Haben sie es geschafft, diesen V2 von Ducati Konkurrenz zu schaffen oder hat er dann vielleicht doch ein bisschen geschwächelt, weil ich glaube, Leistung liegt ja nur bei 132 PS. Ja. Wie hast du den Motor da empfunden? Ja, also jetzt müssen wir aufpassen, weil die Motorräder entstammen ja auch aus anderen Zeiten. Ne? Die VTR ist von 2001 und die 999 ist die letzte Serie von 2006. Und dazwischen ist natürlich relativ viel passiert und danach natürlich auch. Und auch diese 999 hat nur auf dem Papier 136 PS und die VTR 135, glaube ich. Also von der Spitzenleistung her fühlen die sich sehr ähnlich an, die Motoren. Ich glaube, der größte Unterschied ist so die Laufkultur und die Geschmeidigkeit. Also bei der VTR meinst du wirklich so vom Motorschwung her, du sitzt auf einem Sporttourer. Das ist alles sehr in sich ruhend, alles sehr, sehr weich. Sehr, sehr umgängig. Der Motor gibt seine Leistung sehr konstant ab über das ganze Drehzahlbereich. Also, wir formulieren es mal ein bisschen lustig, sage ich mal, mit dem Augenzwinkern. Er hat konstant über das ganze Drehzahlbereich keine Leistung. So. Finde ich schön, finde ich gut, finde ich ehrlich. Ja, ist so. Also man braucht nicht glauben, dass das irgendwie jetzt so eine V2-Rakete ist mit einem Mörder-Punch. Die hat keinen Punch. Und trotzdem ist es ein schöner Motor, der sich gut in mittleren Drehzahlen fahren lässt. Und ja, wenn du ihn dann drehst, dann merkst du natürlich wahrscheinlich auch aufgrund des Alters der Konstruktion halt an, dass er schon angestrengt ist, der Motor. Aber er mobilisiert dann obenrum irgendwie so in Richtung fünfstelliger Drehzahlbereich schon nochmal so ein bisschen Kraft und geht dann schon vorwärts. Aber das Motorrad ist halt, wie gesagt, von 2001. Es hat 50.000 Kilometer gelaufen. Mein Kumpel Patrick hat uns das ja zur Verfügung gestellt von Meller Motorcycles. Und er ist mit der Karre auch vor ein paar Jahren mal ans Nordcup gefahren mit ein paar Kumpels. Und ja, also genau so fühlt sich die Maschine mittlerweile an. Von der Sitzposition über den Motor. Wie ein Sporttourer eigentlich. Phil, komm rüber. Weil Phil, du bist ja so wie ich eher noch, nichts gegen nicht Tobi, eher noch jünger und bist jetzt eher modernere Motorräder gefahren. Wie fühlst du dich dann, wenn du auf so eine VTR steigst? Ah, ich muss sagen, als wir dann mal getauscht hatten, bin ich, glaube ich, grinsend abgestiegen und habe zum Tobi gesagt, geil, das fühlt sich irgendwie an wie eine dicke SV650 so. Also der Sound von Japan V2, der taugt mir sowieso. Ja, ich bin eigentlich immer traurig, dass es da heutzutage nicht mehr so viele von gibt von der Sorte. Und ja, also es ist ein cooles Bike, wie der Tobi schon sagt. Jetzt nicht auf letzter Rille irgendwie der schärfste Supersportler. Es ist irgendwie gemütlich auf dem Ding. Für mich mit langen Tentakeln auf jeden Fall habe ich mich da noch ein bisschen aufgeräumter gefühlt als auf der Duck, obwohl die ja verstellbare Fußrasten hat ab Werk, was eigentlich eine coole Sache ist, gerade auch für größere Piloten dann. Aber ja, also mir gefällt die VTR echt gut, obwohl ich, sage ich mal, aus einer anderen Generation komme und diese Motorrad-Epoche irgendwie an mir vorübergegangen ist, leider. Aber ja, ich habe mich echt wohl gefühlt auf dem Bock. Ist eine coole Geschichte und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass dein Kollege damit auch ans Nordcup gegondelt ist. Das ist machbar mit dem Teil, wirklich. Okay, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an euch zwei. Ich meine, vorhin bei Suzuki gegen Honda, bei den Modernen, habe ich gemerkt, da hat die Suzuki eher überzeugt. Aber hier konnte ich jetzt noch keinen klaren Favoriten rausholen. Ich beginne bei dir, Phil. Welche war deine Favoritin? Ich glaube einfach wegen dem Charakter und diesem Gefühl, das es mir gegeben hat, war es die VTR. Ja. Dieses bullige, stabile Fahrgefühl. Jetzt gerade auf der Landstraße auch eher auf der komfortablen Seite. Die VTR wäre meine Wahl gewesen. Okay. Ja. Und Tobi, wie schaut es bei dir aus? Müsst ihr euch streiten bei der Heimfahrt?
Ja, mal gucken. Also auf der Heimfahrt fahren wir wahrscheinlich eher die japanischen Vierzylinder, um da noch ein bisschen Kilometer zu sammeln. Okay. Mit denen sind wir jetzt schon relativ viel gefahren. Aber die Frage ist trotzdem, ja, ist eine spannende Frage und nicht leicht zu beantworten für mich, weil ich mag die Ducati wirklich sehr gerne. Mhm. Also wie gesagt, ich finde die Optik mittlerweile irgendwie cool und sie fährt auf der Landstraße schön. Also das Paket ist toll. Und bei der VTR ist es aber so, das Motorrad hat halt eine krasse Rennsport-Historie. Also HRC hat die damals gebaut, damit Honda endlich wieder die Superbike-WM gewinnt. Ja. Und es ist ihnen dann mit Colin Edwards gelungen, zweimal. Ich glaube in 2000 und 2002. Joey Dunlop hat seinen letzten Senior-TT-Sieg mit der VTR 1000 SP2 errungen. Mhm. Das Motorrad war, ich glaube, viermal Champion bei den 8 Stunden von Suzuka. Das Motorrad war mindestens einmal Langstreckenweltmeisterin. Das hat so viel Rennsport-Historie. Ja. Und das macht mich unfassbar an bei dem Motorrad. Mhm. Und man sieht sie halt auch nicht so oft. Und wenn man sie sieht und man hat jetzt nicht so den ganz krassen Überblick über verschiedene Sportmotorräder der letzten 25 Jahre, dann habe ich schon oft erlebt, dass die Leute halt davor stehen und sich denken, was ist denn das? Noch nie gesehen. Mhm. Ja. Und das macht das Motorrad irgendwie begehrenswert. Ich finde die Kiste cool. Alles klar, na dann sage ich Tobi, auch dir, vielen Dank. Danke. Phil. Danke dir. Danke dir. Und ja, ihr habt es gehört, sowohl die neuen als auch die älteren Supersportler, die begeistern. Aber würde mich natürlich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Vielleicht seid ihr eine der 4 Maschinen schon gefahren, habt sie besessen. Dann schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare. Und ja, ich schaue mich nochmal kurz weiter um, hier im Ringwerk. Und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, meine Zeit an der Nordschleife und in der Eifel geht vorbei. Nochmal großen Respekt und großes Dankeschön an das Motorrad-Action-Team, die hier dieses großartige Event jedes Jahr aufziehen. Danke auch an Metzler für den tollen Reifenservice und die Möglichkeit, mit Helmut Dehne zu reden. Und natürlich auch danke an das Team von PS, bei denen wir heute den Test begleiten durften. 4 gebrauchte Supersportler, darum ging es ja heute eigentlich, aber ich musste die Nordschleife für euch mitnehmen, einfach faszinierend hier. Schreibt es natürlich in die Kommentare, wart ihr schon hier auf der Nordschleife, wollt ihr noch herkommen? Und natürlich geht es auch auf die Supersportler ein. Welcher hat euch gut gefallen oder welchen habt ihr vielleicht in der Garage? Würde mich interessieren, wir sehen uns bald wieder. Daumen hoch nicht vergessen. Bis bald, tschüss und Papa.